Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli entstand 3:2 hier in der Felditz Arena. An meiner Seite wie immer beide Cheftrainer und natürlich gebührt den Gästen aus St. Pauli das erste Wort. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, Kommentar zum Spiel würde ich mir heute tatsächlich mal ersparen. Möchte herzlich gratulieren Schalke 04 zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Ihr habt es durchgezogen, ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind natürlich enttäuscht. Mehr habe ich nicht zu sagen. Danke. Bujo, Glückwunsch. Danke, danke. Dein Kommentar zu auch, diesem auch danke, Schulle. Bevor ich einen Kommentar zum Spiel abgebe, möchte ich den Sieg, den wir heute erlebt haben mit dem verbundenen Aufstieg, möchte ich das für viele hunderttausende Schalker, möchte ich das Achim Rettler widmen, weil er ist Sinnbild für Schalke. Der hat im letzten Jahr wahnsinnig gelitten. Und ihm möchte ich diesen Sieg widmen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Matze, bei Peter, bei Lars, bei Simon, bei dem ganzen Staff, weil es war bis zum heutigen Tag eine unglaubliche Reise, wo wir einen Spirit entwickelt haben, der war sensationell. Und wie gesagt, ich möchte mich echt ganz, ganz herzlich bei denen allen bedanken, natürlich auch bei Ruven und Asa. Und ich glaube, davon werden wir noch in ein, zwei Jahrzehnten reden. Von diesem Abend heute mit der Dramaturgie, wo du nach 15 Sekunden eigentlich schon das 1-0 auf dem Fuß hast, wo du weitere Riesen in der ersten Halbzeit hast, wo Pauli, ich glaube, es war der erste Schuss, mit dem ersten Schuss trifft. Kurz danach, ich weiß nicht, Viertelstunde war um, oder? Etwas mehr als eine Viertelstunde war um, du liegst 2-0 hinten. Mannschaft versucht alles, wie gesagt, lässt Chance über Chance liegen. Ich habe ihnen in der Halbzeit gesagt, dass das die beste erste Halbzeit war, die ich bisher von diesem Team gesehen habe. Und wir müssen auf der einen Seite jetzt nicht unruhig werden, weil bei 3-0 wäre die Messe gelesen gewesen. Sprich, dass wir eine gute Restverteidigung haben, dass wir die Ordnung halten, dass wir nicht in den Break laufen und auf der anderen Seite weiterhin mutig nach vorne spielen, weil es war auch klar, dass wenn wir eins machen, dann steht das Stadion wieder. Das, was wir heute ja alle erlebt haben, war unfassbar, unfassbar, dieser Support. Und der Charakter dieses Teams war sensationell. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, es war unser Traum, hochzugehen. Aber Träume kriegst du nicht per Fingerschnipp, sondern für Träume musst du liefern, musst du was leisten. Und das haben die Jungs auf herausragende Art und Weise gemacht. Und es freut mich wirklich für diese Stadt und für diesen Verein, der wirklich auch in den letzten zweieinhalb Jahren richtig gelitten hat. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, das, was wir heute erlebt haben, darüber reden wir noch in ein, zwei Jahrzehnten. Danke, Bujo. Zeit für Ihre, eure Fragen an beide Cheftrainer. Ein anderer schreibt noch, deswegen warten wir einen Moment. Hier vorne. Ja, Timo, auf den Schwerfeld. Es gab ja auch positive Aspekte, auch wenn ihr jetzt verloren habt natürlich. Aber vielleicht kannst du doch ein bisschen was zum Spiel sagen, zum Ablauf sagen, wie ihr gefühlt habt, was du in dir gefühlt hast mit dieser schwierigen Vorbereitung, so eine Leistung dann zu sehen, die Führung zu sehen und auch letztendlich die Hoffnung zu haben, dass alles noch wieder weiter positiv läuft. Ja, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Das habe ich ja auch schon auf der PK vorm Spiel gesagt. Ich glaube, dass wir dann einfach an dem heutigen Tag auch anerkennen müssen, dass der Gegner eine höhere Qualität auf dem Platz hat und uns auch schon in der ersten Halbzeit teilweise an die Wand gedrückt hat. Meine Jungs haben sich mit allem, was sie haben, gewehrt. Ich denke mal, sinnbildlich für unser Spiel heute sind die beiden Youngster mit Marcel Beifuß und Igor Matanovic, die wirklich hier versucht haben, ihren Mann zu stehen, die teilweise richtig, richtig gute Sachen gemacht haben und trotzdem dann dem Dauerdruck der Schalker irgendwo am Ende auch nicht mehr gewachsen waren, so wie wir als Mannschaft auch. Und ja, dann leider auch vorzeitig den Platz verlassen mussten. Das ärgert mich natürlich vor allem für die beiden. Da müssen sie draus lernen. Alles in allem war es natürlich keine normale Woche.
Das ist klar. Ich denke mal, dass wir in den letzten Wochen allgemein ein paar Nackenschläge haben hinnehmen müssen, die uns extrem wehgetan haben. Diese Woche auch dann mit einer besonderen Vorbereitung, um es mal so zu nennen. Wir haben 11 zusammenbekommen, die ganze Woche trainieren konnten, die auch gesund waren. Alle anderen, die auf der Bank waren, die haben irgendwie nur 1-2 Einheiten machen können. Dementsprechend, klar, bin ich stolz auf die Truppe. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, dass Schalke den Sieg heute einfach verdient hat. Und trotzdem hätte ich mich nicht dagegen gewehrt, die 3 Punkte mitzunehmen. Vom Spielverlauf her wäre es möglich gewesen. Jörg Strohschein. Mike, du hast das Traineramt interimsweise erst übernommen für ein paar Wochen. Wie ist es dir in diesen paar Wochen gegangen? Wie anstrengend war das für dich? Wie sehr hast du auch gelitten? Also heute siehst du sehr mitgenommen aus, aber wie war es so in den letzten Wochen tatsächlich innerlich? Also ich meine, ich habe es ja schon einige Male kommuniziert. Ich wollte es nicht übernehmen. Definitiv nicht, weil jeder, der mich kennt, weiß, wie groß meine Verbundenheit ist zu diesem Club und auch zu dieser Stadt. Und es sind da Dinge, die dich eigentlich nie loslassen. Du hast permanent, hast du den Club, die Mannschaft im Kopf, kannst gar nicht mehr abschalten. Das war schon nicht ganz so einfach. Und wie gesagt, deswegen bin ich meinen Mitstreitern umso dankbarer, weil die auch einen fantastischen Job gemacht haben. Aber es war etwas, was definitiv zehrt, weil wenn dir Dinge wie dieser Club, wenn die dir so viel bedeuten, dann weißt du, dass du eine hohe Verantwortung hast. Und auch wenn intern auch immer wieder kommuniziert wurde, ja, wir haben einen 3-Jahres-Plan, dann weißt du aber auch, wie wichtig für diesen Club die Bundesliga ist. Und das nimmst du jeden Tag mit. Von daher war das schon ein bisschen anstrengender, als man sich das teilweise wünscht. Aber wir wurden alle dafür belohnt und dann ist es auch okay, dann nimmst du gerne die Mühen in Kauf, weil, wie gesagt, die Reise war einfach nur geil. Gibt es weitere Fragen? Christoph Biermann. Mike, was würdest du denn sagen, hat die Wende in diesem Jahr, also insgesamt in dieser Saison im Vergleich zur letzten geschafft? Weil eigentlich musstet ihr als Club ja fast wie so eine Art von Reset machen, sportlich auf allen Ebenen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie du das erlebt hast? Ich glaube, dass wir über diesen Reset-Knopf, den wir gedrückt haben, dass wir auch ein Stück weit wieder zu unseren Werten gefunden haben. Weil wie gesagt, die anderthalb Jahre davor, die waren echt grausam, da hast du richtig gelitten. Also ich meine, es war der April des vergangenen Jahres. Da war es nicht ganz so einfach, über den Arena-Ring zu gehen. Und was dann in der Zwischenzeit, in diesen 13 Monaten, 12,5 Monaten, was da entstanden ist, ist einfach nur sensationell. Ja, ich glaube, dass Ruven eine fantastische Arbeit macht. Der musste einen vollkommen neuen Kader zusammenstellen, mit einem leeren Portemonnaie eigentlich. Und wir haben Spieler gefunden, das hat man nicht nur heute, aber speziell auch heute gesehen, die wirklich auch diesen Verein leben. Mit einer hohen Identifikation, mit einer hohen Leidenschaft. Und ich glaube, dass wir über dieses Jahr ein Stück weit wieder zu uns selbst gefunden haben und deshalb ist, glaube ich, das Motto für die Zukunft ist, dass wir demütig bleiben, dass wir jetzt nicht wieder anfangen zu spinnen, sondern dass wir uns auf das berufen, was uns ausmacht. Na, gemeinsam Dinge entwickeln, gemeinsam füreinander einstehen, bereit sein, für den Nebenmann Schmerzen einzustecken, Und ja. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne weiter. Entschuldigung, du hast heute 2 Torhüter auf der Bank sitzen. Bedeutet das quasi, dass
weitere Positionen nicht zu besetzen waren, weil alle anderen, Beispiele wie Dittgen, Buchtmann, Zieheis, durch Corona nicht mit konnten? Genau so ist es. Also wir haben vorsorglich nochmal auch Lars mitgenommen, Sören mitgenommen, damit er einfach auch dabei ist, falls einem der anderen Torhüter noch was passiert, dass wir da vorbereitet sind. Weitere Spieler hatten wir nicht mehr, die für den Kader in Frage kommen. Wir haben es ja gesagt, dass wir nur Jungs mitnehmen wollen, die wirklich auch fit sind, die sich zutrauen zu spielen. Und dementsprechend war er dann heute auch mit auf der Bank. Für ihn als Ex-Schalker sicherlich eine schöne Erfahrung, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich ebenfalls einen anderen Spielausgang gewünscht hat. Philipp Seller für die Süddeutsche Zeitung. Mike, vielleicht kannst du einfach auch nochmal sagen, wie du dich jetzt fühlst. Also ich weiß nicht, ist man jetzt glücklich oder erleichtert oder ja, wahrscheinlich auch leer. Ich finde da selber keine Worte, aber das kannst du bestimmt besser. Auf jeden Fall erleichtert, weil ich habe echt die Hoffnung, auch wenn ich heute später schlafen gehe, dass ich aber zumindest länger schlafe. Und natürlich auch wahnsinnig glücklich, Teil von diesem großen Ganzen zu sein, weil das war wirklich echt, das war schon intensiv. Ich kann mich daran erinnern, wie es hieß, wir haben 7 Punkte und 6 Punkte hinter 1, 2 und 3. Also die Reise war schon beschwerlich. Und das zu sehen und wie gesagt, wie sich Dinge entwickelt haben, ein Miteinander entwickelt hat in der Mannschaft, im ganzen PLZ, wie jeder für den anderen eingestanden hat, das war wirklich fantastisch. Und darüber bin ich sehr froh, dass ich das erleben durfte. Und ich meine, da muss ich mich ja noch bei meiner Frau und bei meiner Tochter bedanken, bei meiner Älteren, weil die Jüngere war nicht da, die gesagt haben, Papa, du musst das machen. Und auch bei Hüb, der gesagt hat, du musst da jetzt in die Bresche springen. Und versuchen, die Saison noch einigermaßen zu retten. Weil ich glaube persönlich, dass die wenigsten Leute gedacht haben, dass wir es noch packen können. Na? Aber ja, war okay so. Christoph Biermann. Mike, als du da eingesprungen bist, ein bisschen vielleicht gegen deinen Willen oder überredet oder wie auch immer, du wirst ja einen Plan gefasst haben. Das ist die Leichtathletikabteilung, das sind unsere Hammerwerfer. Timo, sorry. Habt ihr euch verdient, also? Ja. Viel Spaß, lass uns. Ja. Gut, dass ihr wenigstens zu viert gekommen seid. Das Bier hättet ihr wenigstens da lassen können, ne, statt es wieder mitzunehmen. Na ja. Christoph, mach mal weiter. Also ich versuch's nochmal. Ja. Als du übernommen hast, Mike, du wirst ja einen Plan gefasst haben, um das Ruder rumzureißen. Was stand sozusagen ganz oben auf deiner Agenda damals? Das könnte ich dir jetzt sagen, aber ich weiß natürlich auch, wie die Welt funktioniert. Ne? So, wenn ich jetzt 2, 3 Punkte reinhaue, dann heißt es vorher, hat es nicht gegeben. Ne? Weißt du? Und deswegen, wir haben es geschafft und das ist das Schönste. Und auch Dimi, Sven und Will haben ihren Anteil geleistet. Ne? Die waren 2,5, fast, ja. 2/3 der Saison waren die dabei, haben das auch jeden Tag gelebt und ich mag diese Vergleiche nicht. Ja? Natürlich verändert man Dinge, definitiv, aber wie gesagt, ich weiß auch, was daraus entsteht und dann habe ich keinen Bock drauf, bin ich zu alt für. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne nochmal. Timo, diente das Spiel heute vielleicht so ein bisschen als Indikator schon für die kommende Saison, wenn man sich Jungs wie Igor natürlich anguckt oder auch Marcel Beifuß oder Lars Ritzker, der ganz kluge Bälle gespielt hat, die in der kommenden Saison ein bisschen mehr Minuten abgreifen könnten dann? Ich habe mir ehrlich gesagt heute weniger Gedanken drüber gemacht. Voller Fokus war darauf, dass wir hier gewinnen wollten mit der Truppe, die da heute noch zur Verfügung gestanden hat. Klar sind das
gerade Igor, junge Spieler, die wir im Verein ausgebildet haben, der heute sicherlich ein Ausrufezeichen gesetzt hat mit seinen beiden Toren. Aber wir kennen die Qualitäten unserer Spieler. Und jetzt irgendwie heute an nächste Saison zu denken, habe ich weder vor dem Spiel noch jetzt gemacht. Jetzt bin ich erstmal dabei, die Situation so zu verarbeiten, wie sie ist. Wie gesagt, Glückwunsch nochmal an Schalke, haben sich absolut verdient. Mit ihrem leeren Portemonnaie, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich glaube, dass es Clubs gibt in der Liga, die haben volleres. So möchte ich es mal umschreiben. Gut. Von daher sind wir da ein Stück weit neidisch, sowohl aufs leere Portemonnaie als auch auf den Aufstieg. Und wir werden uns schütteln und wir werden am nächsten Wochenende eine gute Leistung bringen und wir werden auch voller Tatendrang in die nächste Saison starten. Ja, Timo, dass du nicht in die nächste Saison denkst, verstehe ich. Aber du denkst also schon ans nächste Wochenende. Wie wichtig wird es sein, gegen Fortuna Düsseldorf nochmal eine Leistung zu bringen, Ausrufezeichen zu setzen, möglichst einen Sieg zu landen, um nicht mit so einem negativen Erlebnis in die Pause zu gehen? Ja, ist tatsächlich so. Ich glaube, die Düsseldorfer sind jetzt 11 oder 12 Spiele ungeschlagen, sind die Mannschaft der Stunde. Wir wollen natürlich mit dem Sieg aus der Saison rausgehen. Wir haben die letzten Heimspiele nicht so erfolgreich gestaltet, teilweise gut gespielt, aber eben es nicht über die Ziellinie bringen können. Und werden jetzt ab Montag uns dann auf Düsseldorf vorbereiten und wollen auf jeden Fall mit dem Sieg die Saison verlassen. Fürs Gefühl, für unsere Fans, einfach um eine gute Saison, die es immer noch ist, auch gut zu beenden. Ich hätte noch mal eine Frage, Mike, du hattest gesagt, der Mannschaft hättest du mitgeteilt, das wäre eigentlich die beste Halbzeit der Saison gewesen, habe ich richtig verstanden, ne? Mhm. Aber wie hast du selber gedacht beim Stand von 0-2? Dass es die beste Halbzeit war, die wir bisher gespielt haben. Und, aber was hast du von der zweiten Halbzeit dann erwartet? Warst du zuversichtlich, dass das noch klappt? Ja, definitiv. Und ich meine, wir waren alle zuversichtlich. Normalerweise ist es ein Punkt, wo man vielleicht dazu neigen könnte, zu resignieren oder niedergeschlagen zu sein. Aber es gibt solche Momente, solche Abende. Und wie gesagt, wenn du Außergewöhnliches schaffen willst, dann wird es dir nie leicht gemacht. Von daher hatten wir schon große Hoffnung, dass wenn es einmal klingelt im St. Pauli-Tor, dass dann noch eine Menge passieren kann. Und natürlich haben wir dann auch davon profitiert, dass der Anschlusstreffer sofort nach Beginn der zweiten Halbzeit fiel. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit so viel investiert, so viele Chancen gehabt. Wir wussten, dass sie in der Lage ist, dieses Tempo, diese Leidenschaft auch über 90 Minuten zu bringen. Und von daher brauchten wir einfach diesen einen Moment. Natürlich auch immer wieder, ich habe es eben schon gesagt, ne, im Hinterkopf bedenken, dass du ja, St. Pauli nicht noch eine dritte Chance geben solltest. Ja, und ich meine, muss man auch sagen, ich glaube, es stand 2-2, oder? Ja, wo Martin da mit einem Reflex uns von einem dritten Tor bewahrt, das brauchst du natürlich dann auch, diese Momente. Hier vorne? Ganz vorne, erste Reihe. Mitte. Frage an Schulle nochmal. Du hast auch neulich schon mal davon gesprochen, man muss Frust und Enttäuschung dann auch mal zulassen. Wie ist das jetzt? Möchtest du das jetzt schon irgendwie verarbeiten? Schiebst du das auf nach die Saison, das nochmal zu rekapitulieren? Und wie verfährst du da auch mit deiner Mannschaft die nächsten Tage? Wie trainiert ihr euch? Wie willst du freigeben? Und wie gehst du da jetzt auch mit den Jungs um nach dieser doch ja auch dann etwas größeren Enttäuschung durch die Konsequenz? Ja gut, durch diese Niederlage haben wir Klarheit. Bei den Spielen davor war es ja immer so, dass du trotzdem noch was Großes erreichen konntest. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Dementsprechend habe ich die Jungs jetzt nach dem Spiel erstmal in Ruhe gelassen, dass sie auch Zeit für sich haben. Morgen ist frei. Wir treffen uns dann am Montag wieder, wie ich schon gesagt habe. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal professionell auf Düsseldorf vorbereiten. Wir wollen sehr, sehr gut aus der Saison rausstarten, rausgehen. Das sind wir uns selbst schuldig, das sind wir aber auch unseren Fans schuldig. Und da wird der Fokus drauf liegen. Und die Saisonanalyse, klar, vielleicht startet die diese Woche schon, aber spätestens nach dem letzten Spiel werden wir natürlich auch genau hinschauen, warum waren wir in der Hinserie so gut, warum hat es dann in der Rückserie vielleicht nicht mehr so geklappt. A, von den Leistungen, B, aber auch von den Ergebnissen.
Und da werden wir sicherlich unsere Erkenntnisse rausziehen, so wie wir das immer machen. Und dann müssen wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen und das umsetzen und nächstes Jahr dann wieder neuen Anlauf nehmen. Ich denke mal, wir werden uns ein Stück weit auch neu erfinden müssen, gucken müssen, was haben wir nächstes Jahr zur Verfügung, wie ist die Ausgangslage, was wollen wir machen, wofür wollen wir stehen. Und dafür ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Jetzt geht es erstmal dann Richtung Düsseldorf. Aber klar, die Rückserie gibt dann schon auch Anlass, kritisch zu sein und zu gucken, warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Machen wir eine Abschlussfrage noch. Knackpunkt war sicher, dass das 1-2 fand ich von Terodde, der Elfmeter. Wie hast du die Situation gesehen, Schulle? Muss sich Jakob da anders verhalten aus seiner Sicht oder wie hast du das eingeordnet? Ja, wir wussten, dass Schalke natürlich gerade durch die Halbfeldflanken immer extrem gefährlich wird. Das war ja ihr Spielstil eigentlich über die ganze Saison. Im Grunde genommen muss man sagen, dass wir gerade aus den Situationen ihnen viel zu viel gegeben haben und dass dann aus einer Masse von Chancen auch mal ein Gegentor fällt oder man einen Elfmeter kassiert. Das ist so und brauchen wir nicht drum herum reden. Da müssen wir uns einfach geschickter anstellen. Aber das hat man heute dann auch gesehen, dass unsere beiden Innenverteidigern mit dem, meiner Meinung nach, mit den Top-Stürmer der Liga wirklich Probleme hatten. Das ist so und das steht dann ja auch für eine Qualität, die Schalke einfach auf den Platz gebracht hat. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Die Qualität, die Schalke heute über 90 Minuten auf den Platz gebracht hat, auch teilweise von der Bank kommend, ist ja auch bezeichnend, dass dann Rodrigo das entscheidende Tor macht, die wirklich dauerhaft permanent von unserem Tor wegzuhalten, das haben wir heute nicht geschafft und dementsprechend war dann am Ende der Druck auch zu groß und die 3 Gegentore, denke ich, auch hochverdient. Eine Nachfrage noch. Ja, kurze Nachfrage noch. Buchti war ja nicht unter den Corona-Fällen. Warum war er heute nicht im Kader? Ich glaube, er hatte Dienstag ja schon wieder mittrainiert. Was war der Grund? War auch krank, aber kein Corona. Einfach das Gleiche bei Adam am Ende. Also von daher war eine sehr, sehr kuriose Woche durcheinander. Auch noch mit teilweise verletzten Spielern und Corona hin und raus und vor und zurück. Lass mal einen Haken hintermachen. Haken machen wir jetzt auch hinter die Pressekonferenz. Vielen Dank. Gute Heimreise den Gästen aus St. Pauli. Und ja, nur das Beste. Uns eine schöne Feiernacht heute. Tschüss, vielen Dank. Ja, Wasser habe ich schon genug weg jetzt.